Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich war mal wieder in der Bücherhalle, also in der Bibliothek, bei uns heißen die Bücherhallen, und habe mir ein paar Sachen ausgeliehen. Die wollte ich euch gerne einmal zeigen und anschließend backe ich noch mit euch ein veganes Bananenbrot. Wenn euch das Video gefällt, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert mich da. Ja, würde ich mich sehr drüber freuen und ihr unterstützt mich dabei richtig sehr. Dann fangen wir mal mit der Bibliotheksausbeute an. Es gibt bei uns nicht nur Bücher in der Bibliothek und neben anderen Medien, zum Beispiel gibt es auch Spiele. Und ich habe mir da ein paar Spiele mal mitgenommen, weil wir jetzt so in der Winterweihnachtszeit doch ja, mehr spielen als sonst. Einmal habe ich, das hatte ich schon mal ausgeliehen, das haben wir auch schon mal gespielt und das fanden wir ganz toll, Azul, das war auch Spiel, ja, Spiel des Jahres 2018 und das ist so ein Legeplättchen-Spiel. Also es ja, hat uns Spaß gemacht und das habe ich jetzt nochmal ausgeliehen, das wollen wir gerne nochmal spielen. Dann habe ich auch Highscore mitgenommen, das ist ja ein Würfelspiel, ich glaube auch ab 8 Jahre. Und für 2 bis 5 Spieler, das wollen wir mal ausprobieren. Würfelspiele, ja, spielen wir auch ganz gerne, haben wir auch ein paar schon. Und ja, schauen wir mal, wie dieses so ist. Dann noch ein Detektivspiel, Crime Story, München Crime Story. Ja, dann mal schauen wir mal. Ich habe, ja doch, ein Detektivspiel haben wir schon mal gespielt. Es ist eher so ein, auf so einem Wimmelbild, Mikro, Makro. Da löst man auch Kriminalfälle. Aber so andere Detektivspiele oder Escape-Spiele habe ich noch nie gespielt. Und da bin ich hier mal sehr neugierig. Ich hoffe mal, dass die Anleitung leicht verständlich ist, weil das finde ich immer irgendwie am schwierigsten an neuen Spielen. Also ich mag gerne neue Spiele spielen und entdecken, wenn es jemanden gibt, der mir das ja, immer gleich erklärt und zeigt, wie es geht. Aber die Spielanleitung selber lesen, da bin ich immer irgendwie zu doof zu. Also hier von Azul, das ging total einfach, das war wirklich gut, leicht verständlich. Aber andere Spielanleitungen, da habe ich manchmal, da stand ich echt so, hey, was sollen wir jetzt machen? Naja, dann durfte das Spiel noch mit, Zug um Zug. Das ist ein Solospiel. Ist auch mal ganz interessant. Und zwar hat man hier so eine Form, das sind Eisenbahnschienen. Und man muss wohl verschiedene Eisenbahnen und Waggons nach Karten verschieben. Mal gucken, ich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe es mir erstmal nur angeschaut, aber ich finde gerade, wenn jetzt jemand keinen Spielpartner hat oder wer ein Einzelkind hat oder so, finde ich, ist das auch eine richtig gute Sache, wenn man mal ja, ein Solo-Spiel hat, was man auch alleine spielen kann. Genau, dann durften aber auch noch 3 Bücher mit, die möchte ich euch natürlich auch gerne zeigen. Einmal der zweite Teil von Die Dorfärztin von Juli Peters. Da habe ich ja den ersten Teil vor kurzem gelesen und fand den ja grandios. Und ja, habe mich sehr gefreut, dass die den zweiten Teil da hatten und habe mir den gleich mitgenommen. Dann einmal, ja, das ist ja ein Roman über den Krieg. Und zwar heißt das Buch Internat von Seri Sadam. Ja, und zwar bricht in Donbass der Krieg aus. Pascha ist Lehrer und ja, es gibt wohl eine Explosion und er rennt schnell zum Internat, um seinen Neffen in Sicherheit zu bringen. Und es geht halt viel um den Krieg im Donbass. Bin ich auch mal gespannt, ist ja eher doch eine schwierige Thematik. Schauen wir mal, wie das umgesetzt ist. Und dann habe ich noch ein Buch von einem Autoren, von dem habe ich auch schon ein paar Bücher gelesen, ist aber schon länger her. Und zwar habe ich hier, ich glaube, dass das sein neuestes Buch ist, ja, das neueste. Die anderen, ich habe bis auf eins auch alle gelesen. Also es ist jetzt der 6. Roman und 4 davon habe ich schon gelesen. Und das ist von Jonas Jonasson, 3 fast geniale Freunde auf dem Weg zum Ende der Welt. Und hier steht drauf, kein Grund, alles schwarz zu sehen. Weltuntergang vorerst verschoben. Es steht noch mehr drauf, aber ich will gar nicht so sehr viel mehr wissen. Ich will mich hier wirklich reinfallen lassen. Ich finde aber seine Bücher immer richtig gut. Gut, dann bereite ich jetzt mal zum Backen alles vor und wir sehen uns gleich wieder.
So, da bin ich wieder. Ihr braucht für das vegane Bananenbrot 4 wirklich sehr reife Bananen. Also immer wenn bei mir Bananen über sind, die keiner mehr isst, dann backe ich mein Bananenbrot. Dann braucht ihr 250 Gramm eigentlich Dinkelmehl. Ich habe jetzt aber Weizenvollkornmehl genommen, weil ich kein Dinkelmehl mehr hatte. Das habe ich auch schon drinne. Und dann nehme ich Rohrohrzucker. Da kommt eigentlich 80 Gramm rein. Ich mache immer nur 50 Gramm rein. Das reicht auch vollkommen. Dann, genau, ein Päckchen Backpulver. Das packe ich auch gleich schon mal rein. So, dann werden die Bananen schön gemust. Ja, die sind nämlich schon richtig überreif, sag ich mal. Die muss ich mal gerne. Wie gesagt, wir essen das sehr gerne. Man kann das auch noch mit veganen Schokostückchen irgendwie verfeinern. Oder manchmal, wenn ich nicht mehr ganz so viel Zucker da habe, mache ich anstatt Zucker Dattelsirup oder Agavensirup rein. Das kann man auch gut damit kombinieren. Aber hier die Bananen, die sind, denke ich mal, süß genug. Also da solltet ihr auch wirklich reife oder überreife Bananen nehmen, weil die einfach süßer sind. So, und die lassen sich natürlich auch viel leichter zermusen. Das ja, geht total einfach hier. So, gleich noch die letzte Banane. Und dann kommen die Bananen gleich mit in den Teig rein. Und ich finde, das ist ein Teig, ein einfaches Bananenbrot zu backen. Sind wenig Zutaten meistens, die man eigentlich immer noch zu Hause hat. Es ist nichts Aufwendiges, man braucht nicht viel Geräte, man kann das alles mit der Hand machen. Es kommt jetzt auch noch Öl rein. Hier habe ich Sonnenblumenöl. Da kommt 70 Gramm rein. Muss ich mal sehen, 18, 390. So, genau, und dann kommen einfach die gemuste Banane hier mit rein. Und dann wird das auch schon zu einem Teig verrührt. Und das mache ich bei diesem Bananenkuchen auch immer einfach mit einem Löffel. Das geht wunderbar. Also das geht wirklich sehr einfach. Ich hatte 10 Gramm zu wenig Öl. Ich muss nochmal 10 Gramm mit dazu. Genau, dann ja, alles schön vermixen zu einem Teig. Und dann zeige ich euch auch gleich mal, wie der aussieht. Dann kommt er in eine. Ja, ich habe jetzt hier das eigentlich so eine, ja, in so eine Kastenform. Ich habe so eine Brotbackform und ich mache mir immer Backpapier rein. Ich hasse es, wenn man, wenn ich Backformen irgendwie mit Butter oder so einfetten muss. Das hasse ich wie die Pest. Bei mir kommt immer Backpapier rein und ich finde das am angenehmsten, auch hinterher zum Saubermachen. Genau, so sieht jetzt der Teig aus. Den fülle ich jetzt einmal ein. Dann kommt, das ist auch schon in den Ofen. Also wie ihr seht, super einfach zu bereiten. Ich, genau, schau mal, wie lange der drinne bleibt. Sag euch das gleich noch und werde euch natürlich das Endergebnis dann gleich noch zeigen. Aber jetzt war nett, ist erstmal im Ofen. Ich mache immer so zwischen 180 und 200 Grad. So, der Bananenkuchen ist fertig. Der war jetzt auch gut eine halbe Stunde drinnen. So sieht er aus. Also so schon mal richtig gut. Ich werde auch schon mal ein Stück anschneiden. So, ein bisschen heiß. Oh ja, das dampft richtig gut. Oder mal so ein Stück rausschneiden, dass ihr die Konsistenz sehen könnt. Also der ist von der Konsistenz richtig gut geworden.
Also richtig schön durch, fluffig, nicht zu weich, nicht zu gatschig. Ich probiere mal ein Stück. Ja, mega. Richtig lecker. Und es ist jetzt auch süß genug, weil ich ja weniger Zucker genommen habe, aber es ist süß genug. Wie gesagt, ihr könnt das noch variieren oder das Rezept mit Schokostückchen oder auch Zimt. Zimt würde da auch gut reinpassen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe das ganz Klassische nur gemacht. Aber ja, wir werden uns das jetzt schmecken lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert mich und ja, dann verabschiede ich mich von euch und freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid.